Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe endlich die Information, welches UCS-Set uns im Mai nächsten Jahres erwartet, und zwar ein TIE Interceptor. Ich teile dazu mit euch mal meine Gedanken. Wir schauen uns mal den alten TIE Interceptor an, wie der sich im Preis entwickelt hat. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich sagen, bleibt dran und los geht's. Ja, zu den Fakten, allzu viel wissen wir noch nicht. Der Preis 240 Euro UVP, Teil ist unbekannt, Figuren sind unbekannt. Ich denke mal, so in der Preisregion liegen wir da ungefähr bei Luke seinen Landspeeder oder auch den X-Wing. Also ich denke mal, da könnten wir vielleicht auch eine ähnliche Teileanzahl erwarten. Figur würde ich ganz klar mal auf Darth Vader tippen. Da hoffe ich auf eine super exklusive Figur. Dadurch, dass dieses Set natürlich am 1.5. erscheint, ist ja natürlich auch der Star Wars Tag nicht fern. Ich denke mal, in der Woche wird es dann auch die ganzen super Star Wars Angebote geben und hoffentlich auch ein richtig geiles GWP, sodass es auch dann Sinn macht, dieses UCS Set in dieser Woche dann zu kaufen. Der TIE Interceptor war übrigens zusammen mit dem X-Wing damals das allererste UCS Set, das erschienen ist im Jahr 2000. Falls ihr übrigens noch einen gebrauchten vollständigen haben solltet, könnt ihr den so ungefähr zwischen 350 bis 430 Euro circa verkaufen. Der Preis variiert ein bisschen. Und wenn ihr aus irgendeinem Grund noch einen original verpackten habt, ja, dann könnt ihr fast 1000 Euro dafür bekommen und könntet euch dann die anderen Star Wars Sets, die ihr vielleicht in Zukunft kaufen wollt, dadurch querfinanzieren. So, genug gequatscht. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem UCS TIE Interceptor haltet, ob ihr das eine gute Wahl findet oder ob ihr euch lieber ein anderes Set gewünscht hättet. Ich habe mir ja selber Jabbas sein Segelschiff gewünscht. Das ist leider jetzt für den Moment erstmal passé. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.